Um mit dem Feldsanitäter von Stufe 11 auf Stufe 12 zu kommen, müssen wir 8 Gegner in der Chemikalienpipeline von Golem Island töten, ohne einen einzigen Fehlschuss. Wir müssen innerhalb von 32 Sekunden 8 Gegner im vergessenen Heiligtum auf Golem Island töten. Und innerhalb von 3 Sekunden Gegner mit 2 verschiedenen Schusswaffen töten. Einmal. Ja. Das kriegen wir alles, denke ich, ganz gut hin. Allerdings bin ich wieder ein bisschen, ja, skeptisch, was die, ja, die 8 Gegner in 32 Sekunden angeht. Ich bin schon hier auf Golem Island, wie unschwer zu erkennen war. Und ich dachte mir, wir reisen hier rüber, nehmen hier das vergessene Heiligtum mit. Hoffentlich klappt das auch so, wie ich mir das vorstelle. Dann gehen wir weiter oder fahren weiter Richtung Chemikalienpipeline oder wir porten uns hier hin und reisen dann von dort aus dahin. Und ja, unterwegs werden wir auf jeden Fall eine Patrouille finden, wo wir diese drei Gegner innerhalb von 3 Sekunden mit 2 verschiedenen Schusswaffen erledigen können. Ja. So, dann steigen wir mal ein. In welche Richtung schauen wir? In die falsche. Aber wir müssen da vorne hin. So in die Richtung ungefähr. Da vorne ist die Straße. Das ist sehr schön. Oh wei, oh wei. Ich sehe es kommen. Ich bin schon todesverletzt, bis wir an der Straße ankommen. So. Keine richtige Straße, aber da unten ist sie. Ich höre Wolves, aber ich weiß nicht wo. Ich höre, aber sehe sie nicht. Ah, da vorne ist diese Brücke. Sind die im Wald? Hm. Ist das da vorne nicht diese Brücke, wo diese zwei Gegner stehen? Doch, genau, das ist die. Wunderbar. Da hatten wir, glaube ich, auch mit dem Sturmsoldaten schon diese Herausforderung gemacht. Wenn ich mich nicht irre. Würde ich den ersten Kill mit der Pistole machen und dann schnell den zweiten mit der MP. Ich hoffe, das klappt. Keine Bewegung zu sehen. Ja, hier ist auch alles ruhig. Verstanden. Feindkontakt negativ. Warte auf Ablösung durch Funker. Der Funker steht doch da. What the fuck? Was war das? Was war das? Also abgesehen von verdammt laut, was war das? Hat sich angehört wie eine böse Drohne. Okay, das Geräusch war neu. Keine Ahnung, was das war. So. Okay. Am besten erst ihn hier. Mache Meldung. Alles ruhig. Hui. Knapp, aber wir haben es geschafft. Gut, und dann weiter zum vergessenen Heiligtum. Da drüben, irgendwo. Auf welcher Seite ist das? Das ist auf der Seite, wo wir gerade sind. Ja, da müssen wir nicht über die Brücke, sondern einfach hier querfeldein. Und dann müssten wir bald dort sein. Ich habe das Gefühl, ich habe mir, was die Lichtverhältnisse angeht, eine ungünstige Zeit ausgesucht. Es ist 7 Uhr oder so. Ja, mittlerweile 8:30 jetzt. Das vergessene Heiligtum. 8 Gegner in 32 Sekunden. Ich hasse diese zeitbegrenzten Teile. Ich setze mich mal hier hin. Wie weit ist es denn noch bis zu diesem Heiligtum? Das müsste doch irgendwo hier sein, oder? Ist das noch ein gutes Stück? Hä? Wo ist das? Ah, das ist nicht... Da ist das. Okay. Eigentlich könnte ich es mir auch markieren, aber könnte ja jeder kommen. Ja, optisch hat das Spiel schon ein bisschen was zu bieten, finde ich.
Sieht ganz schick aus, ganz nett. Gemütlich. Vor allem, wenn man als Kind gerne im Wald unterwegs war. Es löst in mir so ein... Also je nachdem, wie hier so die Lichtverhältnisse und die Umgebung so sind, wie es aussieht, da habe ich so dieses Zuhause-Ankommen-Gefühl. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich war sehr viel unterwegs draußen im Wald früher. Hallo Jungs, ich will keinen Beef mit euch. Also noch nicht. Kann sein, dass das noch kommt. Bin ich wieder komplett vom Weg abgekommen? Kann das sein? Schauen wir doch mal. Ja, fast. Da ist das vergessene Heiligtum. Setze ich mich mal hier hin und schaue mir mal an, wo ich da 8 Gegner in 32 Sekunden nehmen soll. Wir haben hier 4. Okay. Das wäre die Hälfte. Zählt das Ding als Gegner, der Mörser? Keine Ahnung, da unten sind noch 2. Wo wären die letzten beiden dann? Da und da. Da oben auch noch einer. Dass wir das in 32 Sekunden schaffen. Ja. Ich halte es für fast unmöglich. Aber ich hasse diese zeitbegrenzten Aufgaben. Es gibt nichts Schlimmeres für mich im Spielen, als solche, als durch die Zeit gegängelt zu werden. Das Ding ist, wenn ich anfange, muss ich durchziehen. Oh. So, das waren 4. Auch noch 4. 5, 6. Mir fehlen noch 2. Ich höre Schritte. Oh. Einer. Nein, 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 nicht sterben jetzt. Ah, verdammt. Ah. Huch, da bin ich wieder. Ja, ich musste eben niesen und habe wohl nicht mehr richtig auf den Mikrofon-Unmute-Knopf gedrückt. Und deshalb war ich nicht, also habt ihr mich nicht mehr gehört, ich war noch stumm geschaltet. Mir ist gerade was eingefallen. Und zwar war ich ja gerade ganz schön doof. Ich kann doch auch diese Simultanschussdrohne benutzen, da muss ich nur noch 5 Gegner töten. Das ist bedeutend einfacher dann. So, schauen wir mal. So, hallo du. Du kriegst eine Simultanschussdrohne. Oh, 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 oh. Hallo ihr beiden. Ihr kriegt auch eine. So, haben wir schon mal 3.
Das wäre es eben gewesen, ne? Wenn ich nicht verletzt worden wäre, wäre es das gewesen. Okay, hier ist auch alles ruhig. Ah, shit. Mist. Das war schlecht. Oh, shit. Ich wollte nicht runter. Ah. Komm raus. Scheiße, wo? Ich brauche Gegner. Upsa. Hallo. Gib doch, Mann. Ach, shit. Hallo, du. Macht er? Komm, noch einer. Ah, toll. Das war... Die Idee war gut, die Ausführung absolut grauenhaft. Absolut grauenhaft. Miese Ausführung war das. Gerade einen kleinen Moment. Geht sofort weiter. So. Gut. Gut, diese Mutantschussdrohnen haben wir wieder zurück. Sehr gut. Ach, guck mal, ich kann mich ja auch buffen, stimmt. Komm, machen wir das mal gerade. Vielleicht werde ich da nicht so schnell verletzt. So. Ich war zu ungeduldig. Das war das Problem gerade. Das war's, ich mach. Nein! Kein Kontakt hier. Shit. So, einmal hier. Wo ist der gerade vor? Da ist doch gerade einer vor mir gelaufen. Da. Meine Güte, wo ist er hin? Ich sehe ihn nicht mehr. Da ist er. Zwei. Ich höre Schritte, ich sehe keinen. Das ist immer schlecht. Da. So. Okay. Haben wir drei. So, und jetzt schaue ich erstmal, wo fünf sind. So. Der erste wäre der, der darum spaziert. Der nächste auf der Brücke. Und zwei. Ich glaube, ich will. Ich muss die anderen. Ich glaube, ich will die anders verteilen. Das hier weg. Und stattdessen. War da hinten nicht noch einer? Da. Stattdessen nehme ich den. So, da ist der. Haben wir einen auf der Brücke, einen, der da rumspaziert. Einen auf der Brücke, einen da unten. Theoretisch sind genug Leute da. Das Problem ist halt, dass die mich halt auch durch die... durch... ihr wisst schon, durch die Dingens sehen, ne? Durch die... Gedönschens. Durch die Pflanzen. Und ich die halt nicht. So, die da unten. Ist es jetzt nur einer oder? Ne, es sind zwei immer noch. So, fünf. Was? Sechs. Sieben. Der andere ist da hinten. Ich weiß doch, da. Acht. Jawohl, das war's. Nice. Haha. Gott sei Dank, hat geklappt. Ach komm, dann. Irgendwie habe ich gerade böse Frame-Drops, weiß nicht warum. Oh ja, was ist denn da los? Die GPU läuft aus irgendeinem Grund immer total auf Anschlag, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ich habe keine Ahnung. Ist auch tatsächlich nur bei Breakpoint so. So, okay. Gut, als nächstes haben wir nur noch die 8 Gegner an der Pipeline. Dann würde ich mich gerade hier hin porten und dann mit dem Fahrzeug, das dort steht, gerade hochfahren. 8 Gegner, ohne daneben zu schießen.
Solange wir nicht entdeckt werden, sollte das kein Problem darstellen. Nur töten, oder? Ja, so 8 Gegner töten. Ohne einen einzigen Fehlschuss. Ja, wie sieht's denn aus mit... ihr wisst schon, simultanisches Drohnen. Darf... Ich meine, die schießen nie daneben. Steht da nicht erschießen. Steht nur, töten sie, ohne Fehlschuss. So, wo ist das entgegenkommende Auto? Das kommt da, alles klar. Warten wir gerade mal noch eben, bis das vorbei ist. Wobei, eigentlich müsste ich die töten. Sonst kann ich bei denen, an denen nicht vorbeifahren. Dass die immer 10 Kilometer aus dem Fahrzeug rausspringen müssen. So. Denn ich hätte jetzt die ganze Zeit müssen hinter denen bleiben. Und da hatte ich jetzt echt keine Lust drauf. Ich will einfach nur da durchrasen bis da hinten hin, wo ich hin soll. Und dann weiter. Oh cool, da ist ein Schiffswrack, sehe ich gerade. Da hinten da. Im Wasser. Oh, und ganz viele Schiffswracks. Hallo, Ladies. Warum ist der eine, hat's überlebt? So, das machen wir ganz genauso wie beim Sturmsoldaten. So. Einmal sauber machen. Also ich gehe das Risiko mit dem Simultanschussdrohnen hier jetzt nicht ein. Aber das kriegen wir auch so hin, denke ich. Kann man da eigentlich irgendwo hochklettern? Nee, ne? Doch, da. Ich hätte da eine ganz verrückte Idee. Ja, genau. Spring doch auf der Seite raus. Also ich parke extra da. Ja, jetzt springt er da raus. Toll. So, ich stelle mal sicherheitshalber auf Einzelfeuer. Ja, halt an. Eins. Ich weiß, er sitzt dahinter. Normalerweise würde ich einfach mal eine Salve reinballern, aber... Zwei. Ja, die kommen ja nicht hierher. Wenn Funke da ist, ruft er Helikopterverstärkung. Dann war es das mit dem Plan, aber... So, wir haben zwei. Könnt ihr mal versuchen, da hoch zu klettern? Ach, guck mal, da kann man tatsächlich komplett auch bis hoch auf die andere Plattform. Die haben mich doch noch gar nicht gesehen. Die wissen gar nicht, ob ich ein dummes Sau bin. Drei. Da oben läuft eine. Aber ich gehe lieber auf Nummer sicher. 8 Gegner brauchen wir, ne? Ja. Oh, das war sehr laut. Hier habe ich halt gar keine Deckung. 3, 4. 5. Shit, zu viele. Ja. Ich gehe mal in Deckung da. Bin ich verletzt? Ich weiß es nicht. Ausprobieren? Nein, Gott sei Dank nicht. So. Okay, es waren, wie viel waren es? 4? 4 oder 5, ne? Da ist einer. So. Ich gehe mal von 5 aus.
Wow. Ich habe den Minigun halt nicht gesehen. Da ist er. Ich meine, ist ein Schuss, auf dem seine Panzerung, ist das ein Fehlschuss? Oh, was haben wir denn da? Zack. Ist ja wie Tontauben schießen. Was ist das denn da oben? So. Ja, wie viele denn noch? Sag mal. Ich bin aber verletzt. Das ist nicht gut. Ohne Fehlschuss. Ist der gerade heruntergefallen? Ich höre nur, oh. Und weg ist er. Also, theoretisch dürfte es maximal noch einer sein. Ich habe halt den Count verloren. Da. Das waren doch locker schon 8. Oh, lass mich raten. Ich bin hier zu weit weg aus dem Gebiet. Das zählt nicht als Chemikalien Pipeline, wo ich bin. Na toll. Wollt ihr schon immer mal wissen, was passiert, wenn man eine Handgranate zu lange in der Hand hält? Das passiert dann. Ach, verdammt. Und ich dachte, hier hätte ich echt eine gute Position. Also, hatte ich auch. Aber es ist wohl außerhalb des Gebiets. Also, es waren locker 8. Es waren bestimmt schon 10 Gegner. Ärgerlich. Aber gut, aus Fehlern lernt man. Und dann machen wir die gleichen Fehler jetzt eben nicht mehr. Sondern wiederholen stattdessen die Fehler, die wir schon mit dem Sturmsoldaten gemacht haben. Warum auch nicht? Fehler sind zu wiederholen. Da, Fallerie und Fallerie. Kann ich eigentlich aus dem Wasser raus schießen? Nee, ne? Es gibt nur ein Battlefield. Zumindest in den alten Teilen, also 3 und 4. Wobei die jetzt auch nicht so alt sind. So, so. Du kannst also deine Schwester nicht erreichen. Das ist aber schade. Was? 2. Das war risikoreich. Ich habe halt hier echt ein Problem. Solange ich hier unten bin vor allem. Da ist noch einer. 3. Wer? Irgendwas stimmt hier nicht. Was, was? Umgebung durchkehren. Wer hat denn wo einen Gegner entdeckt? Eine Leiche entdeckt. Also 3 haben wir. Ich meine, hier ist doch niemand. Ist schon da oben jemand was gesehen vielleicht? Ich meine, die können auch da durchgucken. Da muss ich echt aufpassen. Laufen da oben rum. Oder? Die sind ja nicht da unten, unter mir. Hoffe ich. Nee. Ich hau den Zoom mal weg, nur für den Fall. Genau. In deinem Sektor ist keiner mehr. Ich guck mal, ob ich da hochklettern kann. Wei. Oh wei. Oh wei, ich kann leider nicht so hoch zielen von der Leiter aus. Geh mal weg da, Mann. Bleibt der jetzt da stehen, oder was? Gibt's doch gar nicht. Hau ab. Hau ab. Geh weg. Verdammt. Oh, hä?
Ich habe doch ganz eindeutig gerade daneben geschossen. Okay, ich beschwere mich nicht. Nein, ich darf ja keinen mehr töten jetzt. Ab ins Wasser. Denn wir haben es geschafft. Wir sind auf Stufe 12. Und ich will vermeiden, dass da irgendwas in die nächste Herausforderung reinspielt. Und deshalb, ja, darf ich keinen mehr töten. Und ich habe keine Waffe mehr. Jetzt habe ich. Schade, ich wollte ein bisschen mit der Fingergun schießen. Ja, egal. Okay, dann bis zum nächsten Mal, Freunde. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.